Dafür ist die Menschheit.
Menschheit vielleicht einer Antwort näher gekommen. Auf die Frage nach dem Ursprung allen Lebens auf unserem Planeten. Von der Sonne bisher nur zwei Dimensionen. Um sie besser verstehen zu können, müsste man sie aus einer anderen Perspektive betrachten. Von oben und unten. ESA und NASA wollen diese Wissenslücke schließen und unternehmen eine gemeinsame Mission. Die Raumsonde Ulysses soll die Pole der Sonne überfliegen. 1990. Das Space Shuttle Discovery bringt Ulysses an den Start. Aber die Kraft der Raumfähre reicht bei Weitem nicht aus, um die Sonde aus der Ekliptik herauszuschleudern. Nun kommt Jupiter ins Spiel. Durch seine riesige Masse und die schnelle Rotation entwickelt er eine extrem starke Anziehungskraft. Ulysses nutzt diese Kraft und lässt sich von Jupiter ablenken und wegkatapultieren. Hinaus aus der Ekliptik, in eine polare Umlaufbahn um die Sonne. Im Abstand von etwa 330 Millionen Kilometern überfliegt die Raumsonde nun Nord- und Südpol der Sonne. 10 hochempfindliche Messgeräte geben dabei Aufschluss über die Sonnenkorona, den Sonnenwind, das Sonnenmagnetfeld, solare Plasmawellen und kosmische Strahlung. Ulysses fliegt mit einer Geschwindigkeit von 56.000 Kilometern in der Stunde und legt eine Gesamtstrecke von 8,6 Milliarden Kilometern zurück. Er schafft es dreimal um die Sonne. Erst dann, nach 17 Jahren, gehen ihm endgültig Treibstoff und Elektrizität.